Die teilen wohl nicht sonderlich gerne. Was? Paladin Dance. Schön, dass Sie noch leben. Hat es geklappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich habe das nicht allein geschafft. Halen, Reese, begrüßt den neuesten Rekruten des Erkundungsteams. Er ist ziemlich vielversprechend. Und mit der richtigen Führung hat er das Zeug dazu, einer der Besten zu werden. Erkundung, was? Also, wonach suchen wir? Mach dir da mal keine Gedanken drüber. Sprich mit Rice und mir, wenn wir hier fertig sind. Dann erklären wir dir alles. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Bist du sauer, weil ich bleibe? Vielleicht. Wir haben schon genug damit zu tun, Mutanten und wilde Ghule auszuschalten. Ich brauche nicht noch was, um das ich mir Gedanken machen muss. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner, wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Willst du mir diesen Verhaltenskodex beibringen? Wenn du während der Mission bei ArcJet aufgepasst hast, dann kennst du einen Teil davon bereits. Der Rest wird sich ergeben, wenn du Zeit mit deinen Kameraden verbringst. Okay, ich weiß, dass du loslegen willst. Also komme ich direkt zum Punkt. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Bevor ich dich für weitere Aufgaben zu Halen und Reese schicke, gibt es noch eine Sache zu erledigen. Von diesem Tag an sollst du den Rang Anwärter tragen. Das ist nur ein Ausbildungsrang. Höhere Ränge darf ich nicht vergeben. Warum darfst du mich nicht über den Rang des Anwärters hinaus befördern? Nur ein Ältester kann einen Anwärter weiter befördern. Sobald der Sender läuft, kann ich mich bei meinen Vorgesetzten melden und schauen, was ich tun kann. Danke. Du musst dich nicht bedanken. Erfüll einfach weiter deine Pflicht, Soldat. Ad Victoriam, Anwärter. Er weiß doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. So, und jetzt melde dich bei Halen oder Reese für deine nächste Aufgabe. Wegtreten, Soldat. Gut. Raus damit. Was für eine Nummer ziehst du hier ab? Nummer? Was meinst du? Normalerweise durchschaue ich Menschen auf den ersten Blick. Aber du bist anders. Und das nervt mich ohne Ende. Du bist nicht fürs Militär gemacht. Du bist ein Einzelgänger. Also kapiere ich nicht, warum du noch hier bist. Du hast, was du wolltest, also warum ziehst du nicht weiter? Was kann ich dir sagen, damit du mir vertraust? Es gibt nichts, was du sagen kannst. Vertrauen verdient man sich durch Taten. Nicht durch mehr, nicht durch weniger. Gut, ich will mal nicht so sein, weil Dance dir vertraut. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag, du Held? Was ist dein Problem? Ich kann mir keinen Reim auf dich machen. Du kommst aus dem Nichts, schaltest ein paar wilde Ghule aus und plötzlich bist du der beste Kumpel von Paladin Dance. Ich weiß nicht, ob du wirklich Teil der Bruderschaft sein willst oder nur die Zeit totschlägst, bis du das findest, wonach auch immer du suchst. Solange du nicht ein paar dieser Aufträge erledigst, werde ich dich im Auge behalten. Also, bist du bereit oder was? Bereit. Dann hör zu, ob es dir gefällt oder nicht. Eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghulen, Synths, den Ausgeburten, die die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach.
Ich schicke dich zu einem Ziel und du vernichtest alles, was sich dort häuslich eingerichtet hat. Alle Einzelheiten findest du direkt hier. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. Entschuldigung, gelehrte Halen. Zeigt dir Rice noch immer die kalte Schulter? Warum hasst er mich? Er hasst dich nicht. Rice gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Läuft da etwas zwischen euch beiden? Nach meinem Eintritt in die Bruderschaft war Rice mein Mentor. Er hat mir gezeigt, wie die Dinge laufen. Ich dachte, dass da etwas mehr zwischen uns wäre, also fragte ich ihn, ob er mir gegenüber solche Gefühle hat. Er sagte mir, dass es in seinem Leben für nichts außer der stählernen Bruderschaft einen Platz gibt. Wir sprachen nie wieder darüber. Also ich muss da mal weiterarbeiten. Wenn du dir Sorgen wegen Rice machst, kümmere dich gar nicht um ihn. Ach, der kommt schon noch zu Sinn. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Was genau macht ein Gelehrter bei der Bruderschaft? Wir tun alles, was die Piloten und Soldaten brauchen, um ihre Mission durchzuführen. Alle Forschungen, Reparaturen, taktische Planungen, so ziemlich alles. Wir übernehmen die technischen Aufgaben. Ich bin ein Einsatzgelehrter und daher mit den Soldaten unterwegs. Manchmal drücke ich auch gerne selbst den Abzug. Aber keine langweiligen Einzelheiten mehr. Bist du bereit, für den Auftrag auszurücken? Bereit. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Gehört. Wo sind sie hin? Ja.
geschlagen, Blue. Thank you.
Hey. Sag einfach Bescheid. Ich muss nicht schneller sein als die Ghule, Blue. Nur schneller als... Du. Zeit ist abgelaufen, Schlampe! Erwischt! Sie hätten sich lieber verziehen sollen. Entschuldigung. Wolfgang verrottet in der Hölle. Und ich... Klar. Ich schau's mir an. Alles besser. Mhm. Nach dir. Suchst du was Bestimmtes? Hallo. Wenn du handeln möchtest, nur zu. Zeig mal, was du so hast. Von allem etwas.
Hey, Carla. Du schon wieder. Willst du handeln? Klar. Ich schau mal, was du hast. Wenn du was kaputt machst, musst du es kaufen. Was willst du damit? Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine viel... Jemand da? Zeit zum Sterben! Thank you.
cool. Du brauchst was zum Schutz, so wie jeder andere auch. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot... Selbst...
Journalisten auch zum Alltag gehört. Ich bin unter Daten, ich bin auf den Durchzugehen.
Los. Es sollte dringend zu einem Arzt gehen. Geschafft. Wie machst du das? Ich schaffe es kaum, mit meinem was zu speichern. Gelehrter Halen? Bring mir dieses Artefakt, damit ich es einpacken und für den Transfer vorbereiten kann. Gelehrter? Bring mir das Artefakt so schnell es geht. Wir wollen nicht, dass es in die falschen Hände fällt. Ah.
Also, bist du fertig oder was? Erhalte ich dafür eine Belohnung? Vance hat mich ermächtigt, dich zu entschädigen. Bestätigt. Weiter so. Dann glaube ich vielleicht noch, dass du Mom hast. Hier, melde dich jetzt bei Paladin Dance. Er hat eine Mission für dich. Wenn du für den nächsten Einsatz bereit bist, weißt du ja, wo du mich findest. Wir sind hier nicht allein, Blue. Ich sehe. Du hast echt locker geschlagen, Blue. Das gehört jetzt uns.
Und ich dachte, du wärst verschwunden. Entschuldigung, gelehrte Halen. Hast du die Technologie? Hier. Gut, ich hatte gehofft, du bringst sie sicher wieder zurück. Hier ist, ich suche immer nach neuer Technologie. Also keine Sorge, von mir bekommst du immer neue Missionen. Komm vorbei, wenn du bereit bist. Das geht gerade nicht. Okay, melde dich bei mir, wenn du bereit bist. Komm auf jeden Fall vorbei, wenn du bereit bist.